Somit willkommen zurück zu einer weiteren Vlog-Folge, heute zum kleinen Unboxing-Video. Freunde und Support, erstmal herzlich willkommen und danke fürs Einschalten. In der heutigen Vlog geht es darum, was ich hier bei mir habe. Ich habe eine kleine Bestellung aufgegeben und das werden wir jetzt zusammen gemeinsam auspacken, beziehungsweise ich habe schon ausgepackt. Ich werde mir das Ganze jetzt reinlöffeln. Ich habe dafür kein Glas, keinen Löffel. Das mache ich alles im Shaker und das machen wir genau jetzt. Ich mache mal eben hier in die Mahnen. Bis gleich. Ich muss auch noch gleich kurz was machen, aber jetzt mal weg damit. Und ich habe die Linsen Gott sei Dank geputzt. Mein Handy liegt da noch hier. So, jetzt geht's los. So, Freunde, ich habe mir noch Bestellungen gelassen. Das ist hier der Götterpuls. Der Pre-Workout Booster. Rotfrüchtegeschmack. Ich dachte mir, okay, ich brauche was Neues. Und dieser Götterpuls, der aus Deutschland, aus Europa gemacht wurde, mit diesen Zutaten. 308 Gramm für 33 Euro. Man sollte, wie hier drauf steht, 15 Gramm einen Löffel, 2 Milliliter Wasser, 15 bis 30 Minuten vor dem Training, nicht mehr als eine Portion pro Tag einnehmen, weil hier wahrscheinlich sowas wie Koffein drin ist. Taurin, ja, hier haben wir's. Da haben wir Taurin, Freunde. Beta-Alanin kennt man, Grüntee, Extrakt und Koffein. Wenn wir auf Koffein gucken, dann sehe ich schon, alter Verwalter. Milligramm. Da ist schon ordentlich, ne? Natürlich das Wichtigste, immer das Wichtigste. Hier drauf steht, trocken und kühl lagern. Ungeöffnet, mindestens haltbar, bla bla bla. Das Wichtigste an diesem Ganzen ist bei den Boostern. Immer drauf achten, Freunde. Ihr müsst die Booster immer trocken, im Rahmen von 18 Grad. Wenn es zu warm ist, ich würde es nicht empfehlen. Am besten nicht zu kalt, nicht zu warm. Perfekte Luft ist 17 bis 18 Grad, Freunde. Den werden wir jetzt öffnen. Ich stelle meine Kamera mal hin. Beziehungsweise versuchst du mal zu halten. Geht das? Ja, zwischen den Beinen. Wunderbar. So. Wir haben ihn jetzt offen. Und ich nehme mal eine Nase. Das riecht fruchtig. Ja, so die ganze Aussehen, die Herstellung, Freunde. Das sieht gut aus. Hier haben wir so einen frischen Halter. Der muss am Start sein. Ich werde das Ganze jetzt aufbauen hier. Ich stelle meine Kamera mal kurz hin. So, Freunde. Hier haben wir einen Sekt Plus Becher. Da habe ich schon 200 ml vorher reingemacht. Punkt genau auf den Strich. Jetzt werde ich hier den Löffel ausgraben, ohne den Staub in die Nase zu bekommen, ohne Verluste des Boosters. Man sagt mir 15 Gramm, Moment mal, wie viel, ich dachte jetzt hier steht sogar was drauf, aber nein, gar nichts. Testen. Wir wollen nicht übertreiben. Ungefähr, ja, ein bisschen weniger. Ein guter Löffel, ja. Aber so. Ich werde das Ganze jetzt natürlich testen, Freunde. Ich mache jetzt eben Schüttelshake. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Götterpuls. Ich habe das Teil hier reingemacht und ich muss sagen, von der Konsequenz, wie auch dem sei, muss ich echt sagen, ihr seht es selber, die Lichtung ist zwar scheiße, aber man kann sehen, was ich auch so dunkelmäßig sehe. Man sieht hier drunter, normalerweise guckt man hier unten drunter, aha, ja, man erkennt kleine Details, dass der Boost auch ein bisschen fluppelig ist. Also so kleine Reste da drin, ne? Und jetzt werde ich den Geschmackstest machen.
weil dann natürlich ja, meine Kritik dazu sagen. Und natürlich danach sehen wir uns dann nach dem Training. Dann muss ich mein Fazit dazu sagen, was der Booster wert ist, ob wirklich diese 33 Euro das sind, was er sein soll. Ich mache mich mal eben umgekehrt, ich drehe mich mal eben um. So Freunde, da bin ich, man sieht mich, dass ich im Bild bin und nicht so weit unten, so weit oben. Wir machen jetzt den Test. Hier ist der Booster. Bin gespannt, ob ich den Geschmack nicht abhaben kann, weil das ist immer so eine Sache. Manche Booster haben richtige Süße, ist nichts für mich. Manche Booster sind richtig nice. Aber ich probiere mal. Alleine schon der Geruch ist ganz nice. Also wenn man so bedenkt, rote Früchte hat so ein bisschen was von Götterspeise. Also, das ist mal ein europäischer Booster, ein Pre-Workout-Booster, der mir persönlich, wenn man sagt, also, jetzt die ersten Sekunden, muss ich sagen, ich bin da ziemlich gut aufgebaut, das wisst ihr ja alle. Mittlerweile bin ich sogar mehr wie aufgebaut, egal. Ich trainiere nicht nur so ein paar Monate, sondern ein paar Jährchen. Und muss jetzt sagen, alleine schon nach dem Trinken, Freunde, merke ich in meiner Brust, in meinem Bizeps, in meinem Unterarm, wie sich leichte Adern so kribbeln. Ihr kennt das Gefühl. Die dicken Adern, die am Körper sind, plötzlich pumpt sich das auf. Plötzlich Durchblutung steigt sich, erhöht sich. Das ist auf jeden Fall spürbar. Und auf der Lippe muss ich sagen, ist das so ein bisschen kribbelig. Bei der Booster muss ich sagen, der hat was. Wenn er wirklich so gut schmeckt und so gut wirkt, nach dem Training, werde ich das Ganze natürlich fazitmäßig abbewerten. Ich bin gespannt, ob das wirklich so geil ist. Wenn der Götterpilz wirklich so abschneidet, wie ich mir das so erhofft habe, dann muss ich sagen, empfehlenswerter Booster. Natürlich teste ich weitere Booster. Morgen kommt auch wieder eine Lieferung. Das ist natürlich dann ein Hardcore-Booster, das ist noch vor Pussy. Und den machen wir natürlich auch einen kleinen Test. Deswegen kommen auch in diese Woche ein bisschen mehr Vlogs, Freunde. Ich würde sagen, bis gleich zum Fazit. Ich bin aufgepumpt. Ich würde sagen, ab ins Training. Bis gleich, Freunde. Nach dem Training Fazit. So, Freunde. Ich bin gerade vom Training, beziehungsweise Training ist jetzt beendet. Der Fazit vom Ganzen. Von dem schönen. Mensch, sieht man das hier? Ja. Von dem schönen Götterpuls. Mein Fazit dazu, ich muss sagen, ich habe viele Hardcore-Booster schon hinter mir, einige EU-Booster, die meisten von Sec Plus natürlich. Und muss dazu sagen, vom Götterpuls bin ich überrascht. Das ist ein Booster, Freunde, ich dachte mir erst, okay, kribbelt ein bisschen, machen normalerweise die Hardcore-Booster. Ja. Der Götterpuls ist ein EU-Booster, aber er wirkt wie ein Hardcore-Booster. Wer wirklich einen geilen Booster haben möchte, der geht zum Götterpuls. Probiert den aus, Freunde. Nimmt ein Scoop, wie auf der Verpackung steht, 2 ml Wasser, genau so. Und der Pump, der Fokus, die Ausdauer. Über 2 Stunden, Freunde, der hält jetzt noch an. Der hält jetzt noch an Ausdauer und Energie. Ihr wollt einfach weitermachen, wer wirklich schon sehr viele Fortschritte im Bodybuilding hat. Kraftsport, der hat reichlich Ausdauer, Freunde. Ich muss jetzt sagen, göttlich, Freunde, das ist ein Hammer-Training gewesen. Ich habe heute bis zum Muskelversagen trainiert. Selbst jetzt habe ich noch ein bisschen Power, aber jetzt muss ich auch mal sagen, Körper, jetzt muss er sich ein bisschen erholen. Ja, Freunde, das war so ein kleiner Fazit. Wir können alles einblenden, aber das ist zu viel Arbeit für mich, da bin ich noch nicht so fit da drin. Ich sag mal einfach, Götterpuls 1 von 10. 1 wenig Punkte, 10 meiste Punkte. 1 von 10 gebe ich den Götterpuls. 7. Von der Pump-Version. Vom Ausdauer her sage ich auch mal so, ja, sagen wir eine 7,5. Vom Geschmack her, von der Löslichkeit, sagen wir auch so 7,8. Ja, ist auf jeden Fall preiswert.
Für 33 Euro kann man nicht meckern, Freunde. Geil Style. Ja, ich will nicht zu lange labern. Kurz gesagt, Götterpuls ist ein geiler Booster. Gönnt ihn euch, probiert ihn aus, wenn ihr wirklich was haben wollt, was Geiles, was euch flasht, was das Training nach oben bringt, was euch nach oben bringt. Und ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich bin noch ein bisschen in der Erholungsphase. Ich muss mir jetzt Leucin, Glutamin, Sertralanin und die Massephase dringend reinziehen. Und dann nicht gerade essen und dann geht's zu Bett, Freunde. Dann schreibe ich noch das Video und dann schreibe ich noch das Let's Play. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Vlog. Natürlich vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben, das ganze Video zu bewerten, einen Kommentar abzugeben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich. Ich antworte sofort, sobald ich Zeit habe für euch. Und natürlich, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das nach dem Intro, könnt ihr das nach dem Outro tun, dann hier in dieser Abteilung wird das dann nach meinem Outro sein. Letztes Video, zufälliges Video, dann in der Mitte werdet ihr den Abo-Balken finden. Natürlich kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Bleibt aktiv und haut rein.